PMD-Lüfter. Das ist der 9238 für 38 mm Bautiefe und 92 x 92 Außenmaße. Und obwohl sie eigentlich, ich finde, relativ hohe Qualität sein sollten, der hier funktioniert prima, hat der hier ein kleines Problemchen, das wir uns jetzt näher anschauen wollen. Das kann jetzt etwas dauern, aber gut, was können wir machen? Also, er scheint irgendwo zu schleifen. Wenn man ihn nach unten drückt, dann ist er schwergängig, genauso wie der andere. Das ist vermutlich dem Umstand anzulasten, dass da Kugellager drin sind, die mit der Federscheibe vorgespannt sind. Und das ist das, was man hier spürt. Das ist beides mal gleich. Dementsprechend wird auch die axiale Position ungefähr gleich sein. Die nächste Frage, die sich stellt, ist, berührt der Rotor irgendwo den Außenkreis des Gehäuses? Das scheint nicht der Fall zu sein. Und der Abstand ist bei beiden Exemplaren etwa gleich. Man könnte sogar meinen, hier ist er erst gleich. So, dann fließt der Abstand zwischen den Stator- und Rotorblättern. Das ist relativ groß. Das ist über 1 mm. Das sind beinahe 2 mm. Und das rundum. Sollte man im Betrieb nicht tun. Ich habe jetzt meine Fingerkuppe etwas zurückgezogen und bei jedem Lüfterblatt, das über die Fingerkuppe drüber geht, ergibt sich dasselbe Gefühl und etwa dasselbe Geräusch. Und das bedeutet, alle Lüfterblätter sind an dieser Stelle oberhalb von seinem Statorblatt. Und das kann ich für alle Positionen der Statorblätter wiederholen. Feststellen, dass das nicht das Problem ist. Okay, das bedeutet, es ist wohl wirklich etwas im Motor drin. Ein Fremdkörper oder Schmutz. Oder faszinierend. Da können wir nach dem Betrieb anhören. Der Betrieb klang eigentlich noch schlimmer als in Ruhe. Der ist repariert. Das ist kein gutes Zeichen. Das heißt, da ist irgendetwas drin gelandet oder das Fragment vom Rotor oder irgendwie sowas. Was jetzt stört. Und er funktioniert wieder. Tada. Hübsch. Ja, die volle Lenzdauer würde jedenfalls nicht erreichen. Oder vielleicht doch, wer weiß. Das sind 31 Volt, der ist für 48 ausgelegt, das heißt, das ist noch nicht Full Power. 11,5 Watt in diesem Package. Schade, ich wollte den jetzt eigentlich zerlegen und mal reinschauen. Mal sehen, wie diese Power Motors konstruiert sind. Aber da der so hübsch ausgeführt ist und auch der Rotor gewuchtet ist, hier drin sieht man Fräsmarken, da sieht man vielleicht auch nicht. Jedenfalls dort drin sieht man zwei Löcher, die reingefräst sind. Hier sind auch zwei Löcher. Hier nichts, hier nichts, hier nichts, hier nichts, hier nichts. Und das ist vermutlich von Exemplar zu Exemplar verschieden. Ja, hier gibt es nur zwei. Hier gibt es nur hier zwei Punkte. Was man irgendwie sehen kann auf dem Video. Ich sehe blöderweise von dem Video, während ich es mache, nicht wirklich viel. Aber da sind die beiden zum Wuchten. Und ich habe mir den Spaß erlaubt, auch mal noch einen Rotor von Hand nachzuwuchten mit einem Streifen Klebeband bzw. Tesa. Das funktioniert auch sehr gut. Und da kann man dann noch die letzten Vibrationen ausschalten, die verbleiben sollten. Das ist natürlich nur nicht für eine sehr hohe Präzision gewuchtet, sondern einfach nur so, dass die Kugellager nicht beschädigt werden und frühzeitig verschleißen. Okay.
Das heißt, hier ist irgendetwas drin. Oder vielleicht jetzt auch draußen, was uns Probleme gemacht hat. Nun gut. Taiwan, undone in Germany. Deswegen kann ich allzu detaillierte Nahaufnahmen zeigen. Aber hier sieht man ein kleines Kugellager mit einem Sicherungsring. Und es aussieht wie ein Nylon-Clip mit drei Fingern, der da reingesteckt ist, um das Kugellager innen drin zu halten. Sehr witzig. Also es sind zwei Kugellager drin, offensichtlich, die den Rotor halten. Und so kommen die auf ihre... Das sind 20 bis 50.000 Betriebsstunden. Ja, hübsche Sache, aber gerade ist leider etwas die Motivation abhandengekommen, den zu zerlegen und unter Umständen dabei kaputt zu machen. Wobei, vielleicht gönnen wir uns den Spaß doch noch, zumindest hier mal reinzuschauen. Vielleicht kriege ich den Sicherungsring raus und dann können wir mal gucken, ob wir nicht vorne was abziehen können. Man sieht auch, wenn man es reindrückt, dass gerade die Achse nur um so ein kleines Stückchen reinkommt. Das bedeutet, die Achse ist zumindest teilweise beweglich eingebaut. Ja. Das ist wohl das richtige Werkzeug für den Job. Sagt mir, dass es für diesen Ring hier kein gutes Ende nehmen wird. Okay, durch gleichzeitiges Aufziehen und nach unten rausziehen des Rotors. Es ist gelungen, das Schmuckstückchen hier auszubauen. Da liegt jetzt eine Nylonscheibe drauf. Die schieben wir mal wieder nach unten. Da ist die Feder, die die Vorspannung erledigt. Magnetring, auch ohne erkennbare Mängel, bis auf den Abrieb, das magnetische Pulver. Und hier ist das, was man sonst überall auch sieht.
Es sind zwei Phasen und der pflichtschuldige Hall-Sensor. Ich nehme eine Edelstahlpinzette in der Hoffnung, dass da keine Metall, keine magnetischen Partikel dran sind. Hier unten ist der Hall-Sensor drin. Der detektiert einfach die Phase des, des Magneten. Und man sieht hier auf der Leiterbahn jetzt eine kreisförmige Schleifspur, die wahrscheinlich dadurch entstanden ist, dass ich den Rotor nach unten gedrückt und dabei bewegt habe. Jedenfalls dort innen drin ist wieder das Kugellager. Man erkennt auch wiederum die Montage mit dem transparenten Kunststoffclip in einem Käfig von anderem Material, das weicher ist, fast gummiartig. Und lustig ist auch, dass der Sache hier eine Vorzugsrichtung gegeben scheint. Dadurch, dass der eine Pol hier so einen herausragenden Finger hat, beziehungsweise eine Vertiefung, um den magnetischen Fluss hier zu der einen Seite ein bisschen abzuschnüren, auf der anderen Seite jedoch nicht, und das Muster wiederholt sich für jeden Pol. Ebenso sieht man, dass die Wicklungen im Bifiller ausgeführt sind, oder zumindest Multifiller auf irgendeine Weise. Es gibt unterschiedliche Farben von Kupferlackdraht. Der eine ist gelblich, der andere ist rötlich. Hier ist eine Diode. Und die Diode ist auf demselben Radius wie die Schleifspur. Unter Umständen, nee, sind nicht, ist ein Stückchen außerhalb. Unter Umständen könnte das Teil des Problems sein, indessen es nicht erkennen. Nicht ersichtlich, wie die Platine da rein montiert ist. Ich habe allerdings den leisen Verdacht, dass sie geklebt sein wird. Ansonsten könnte man diese ganze Assembly rausnehmen, was nicht der Fall ist. Nun gut, ich puzzle es mal wieder zusammen, vielleicht noch etwas mit Tape die Staubpartikel abnehmen. Und dann sehen wir, wie er läuft. Und hier sehen wir nur ein paar feinere Rückstände. Diese grauen Schmierer für den Magneten. Die werde ich jetzt mal los. Kann man den hier wieder einbauen. Wie gesagt, so sehen die beiden Teile nebeneinander aus. Es wimmelt hier von Primzahlen. Das sind 7 Blätter, das sind glaube ich 11 Statorblätter. Die Idee ist, dass man eben keine Schwebung bekommt, dass nicht irgendwelche Muster direkt aufeinander zu liegen kommen. Also wenn das jetzt 8 und das 12 hätte oder 16, schlimmer, das ist dann auch noch, dann würde der Luftstrom pulsieren und man hätte so einen Luftsirenen-Effekt. Das war, glaube ich, bei den Flugzeugtriebwerken in der frühen Phase, in der frühen Entwicklungsphase der Fall. Dann hat man relativ schnell gemerkt, dass es doch relativ laut ist und dass man es vielleicht anders bauen sollte. Ich schaue jetzt hier gerade noch, ob es da innen drin an dem Kunststoffrand irgendwelche rausstehenden Teile gibt, die hier periodisch dran schleifen könnten. Dem ist wohl nicht so. Aber ich habe das Kugellager rausgezogen. Hier steckt jetzt eins der Kugellager drauf. Da kann man innen drin durchgucken. Es gibt eine kleine Schulter, auf der das Lager sitzt. Aber ansonsten ist die Lagerbuchse ein einziges Teil. Das ist auch noch ein interessanter Fakt, denn dadurch ist die Verkippung der Lager gegeneinander minimiert. So, und rein damit. Jetzt geht der Spaß hier hinten wieder los. Wenn ich das reinkriege, dann bauen wir den wieder zusammen. Also rein ging der jetzt wirklich vorzüglich. Einfach runterdrücken. Okay, ich habe ihn wieder ein bisschen zusammengeschoben. Einfach runterdrücken. Und dann ist er wieder drin. Und es handelt sich hier um ein Genuine Sunon Product. Mit einem Genuine Sunon Kleber. Und meinen Finger abdrücken auf dem Kugellager. So. Oh, das ist unerfreulich. Ich werde nicht schlau draus. Irgendwo versteckt sich da drin noch was. Es taucht manchmal auf und dann ist es wieder weg. Und dann taucht es wieder auf. Nun gut. Stärkt nicht wirklich das Vertrauen. Aber solange es im Betrieb nicht auftritt oder sich im Betrieb freiwillig behebt, habe ich damit kein Problem. Alles klar, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.